Das 108. Straßenbahnderby zwischen Düsseldorf und den Krefeld-Pinguinen ganz unter dem Zeichen. Verlieren verboten für die DEG, bloß nicht zwei Derbys in einer Woche abgeben. Der KEV hingegen bemüht, die Saison noch gut zu Ende zu bringen. Und sie spielten von Beginn an druckvoll. Dritte Spielminute. Und sie spielen richtig gut auf und vor allem forsch nach vorne. Philipp Ruckieser mit dem One-Timer, der Kapitän, 1-0 für die Krefeld-Pinguine. Sein 9. Saisontor, keine Chance für Matthias Niederberger. Und weiter ging es nur in eine Richtung. Chad Costello, wieder Niederberger. Ja, was ist denn hier los? Vor über 11.000 Zuschauern dominieren die Gelben die Partie. Dann die 16. Spielminute. Es ist wieder Krefeld. Und wieder verliert Düsseldorf da hinten die Scheibe. 2-0. Jovonik, drittes Saisontor. Es geht zu einfach. Ebner vertändelt. Auch Nova kommt nicht ran. Und dann Jovonik mit dem 2-0. Düsseldorf, auch hier mit einem Sahnepass nach vorne auf Deschenaux. Toller Pass von McKiernan, Deschenaux dann mit Geschwindigkeit, wird noch gebremst von Nunen. Schiebt Petzold ins Tor und der Videobeweis schafft Klarheit. Kein Tor für die DEG, nur wenige Highlights, nur wenige Lichtblicke im Spiel der Roten. Und das Trainerteam der DEG, Harold Kreis rechts und Tobi Abstreiter links, bedient das zweite Drittel. Mit mehr Druck der Heimmannschaft, Überzahl. Lassen die Scheibe gut laufen und dann Petzold, weiß kurz nicht, wo die Scheibe ist. McKiernan und dann Kogola und Deschenaux. Semmelt drüber der Kanadier. Was für eine Möglichkeit. Auch ihm werden ja, wie Gogula hier, hier Deschenaux, Abwanderungsgedanken nachgesagt. Dann die 36. Minute. Krefeld hier in dieser Situation ungeordnet. Deschenaux semmelt drüber. Petzold dann mit dem richtigen Griff. Und die Antwort eben der Krefelder mit dem Rückhand von Jovonik. Und wieder Niederberger. Ganz stark in seiner Parade. Jovonik normalerweise das Raubein bei den Krefeldern. Aber auch hier technisch versiert mit der Rückhand. Klasse Parade von Matthias Niederberger. Zwei Minuten später. Düsseldorf. Erst jetzt mal die Scheibe schneller laufen. Und das können sie. Auch das hier. Alex Bartha, der Kapitän. Klasse rübergelegt. Er schaut einmal, zweimal täuscht an und dann 15. Saisontor, Anschlusstreffer. Das vierte Überzahlspiel bringt dann vielleicht die Wende. Keine Chance für Dimitri Petzold im Tor. Vielleicht geht dann noch was im letzten Drittel. Aber Krefeld mit dieser Situation 3 gegen 1. Ebner verliert die Scheibe gegen Pieter. Und dann setzen sie weiter gut nach. Und sie drücken Saponari auf Bettauer. Costello. Düsseldorf überrascht von Krefeld. Kabanov, Berglund und Anker draußen. Und die Gelben drücken, spielen und bestimmen das Spiel. 59. Minute. Die Sekunden rennen dahin. Düsseldorf will noch einmal zumindest sich in die Overtime retten. Bartha, Petzold. Dimitri Petzold rettet Krefeld 3 Punkte. Yeah, it's very disappointing. We didn't play very well. We haven't played well late as of late. We have moments during the games where we dominate, and then we have moments where we sit back and let them take over the game. We got to figure it out. Get the full 60 minutes in going into playoffs. Ja, ich glaube, dass wir über weite Strecken gut gespielt haben. Waren vor allem im zweiten Drittel nicht so ganz schlau mit den ganzen Strafzeiten, haben die nochmal ins Spiel kommen lassen, im Momentum gegeben, aber zum Glück dann wieder die Kontrolle übernommen.
Krefeld gewinnt also gegen Düsseldorf zum dritten Mal in dieser Saison am Playoff aus. Ändert das aber nichts. Die DEG hingegen muss jetzt dringend am letzten Spieltag punkten, vor allem für das Selbstbewusstsein, wenn es dann in die Playoffs geht.